6. März 1981. Marianne Bachmeier tötet im Lübecker Schwurgerichtssaal den Mann, der ihre 7-jährige Tochter Anna ermordet haben soll. Selbstjustiz vor den Augen des Hohen Gerichts. Das hat es noch nie gegeben. Marianne Bachmeier wird wegen Totschlags zu 6 Jahren Haft verurteilt. Man glaubt ihre Behauptung, sie habe unkontrolliert gehandelt, aus dem Affekt heraus und ohne Vorsatz. Ist das glaubwürdig? Frau Bachmeier schoss mit einer sehr kleinen Waffe aus einer Entfernung von, sag mal, 6, 8 Metern. Und da sagten mir alle Schießexperten, das ist eine hervorragende Schützenleistung. Und das kann man nur, wenn man geübt hat. Marianne Bachmeier. Sie ist 31 Jahre alt, exzentrisch, lebenshungrig, rastlos. Anna, die Tochter, 7,5 Jahre alt, als sie ermordet wird. Ein Kind, von dem noch heute alle schwärmen. Klaus Grabowski, der mutmaßliche Mörder, erschossen, bevor ihn das Gericht schuldig sprechen kann. Er ist wegen Sexualdelikten mehrfach vorbestraft. Ich hätte auch eine Pistole genommen. Denn verurteilt worden wäre der sowieso nicht. Die Frau muss freigesprochen werden. Ich hätte den Mann auch umgebracht. Ich würde es auch machen. Mein Mann täte es auch. Während der Prozess gegen Marianne Bachmeier läuft, entstehen 2 Kinofilme über sie. Damals ist sie die Heldenmutter. Also wenn ich heute darüber nachdenke, wie der damalige Freund, ein ziemlich bedeutungssüchtiger, eigentlich verunglückter, seelisch und auch in seiner Karriere verunglückter Kneipier, durch Lübeck gerast ist, um jedem, ob der das wissen wollte oder nicht, zu verkünden, dass sie es getan hat. Ja, was hat sie getan? Also das muss ja dann von langer Hand vorbereitet gewesen sein. Und ich weiß, dass Marianne Bachmeier Schießübungen gemacht hat. Also all das tut man ja nicht, wenn man nicht die Absicht hat, mit der Waffe und gezieltem Schuss irgendwas durchzusetzen. In diesem Haus, in der Schlumacher Straße im Lübecker Zentrum, lebt Marianne Bachmeier. Sie betreibt das Lokal Tipasa. Es heißt noch heute so. Die Schüsse im Gerichtssaal bescheren Marianne Bachmeier Titelseiten der Boulevardpresse. Von einem Tag auf den anderen ist sie berühmt. Kaum jemand wagt es, diesen Akt der Selbstjustiz zu kritisieren. Es wurde ja, da sie so attraktiv war, so ausufernd berichtet. Und mir war klar, dass wäre sie unansehnlich gewesen. Wäre sie eine, sagen wir mal, eine kleine, dickliche Frau gewesen mit, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Behinderungen. Kein Schwan hätte sich dafür interessiert. Einen Tag lang hätte man vielleicht wahrgenommen, dass da jemand im Gericht jemanden umgebracht hat. Das ist dann ja sensationell für 1, 2 Tage. Aber ansonsten doch nicht. Das wäre keine Fortsetzungsgeschichte wert gewesen, kein Film wert gewesen. Keine große Illustrierte hätte sich drum gerissen. Zurück, Marianne Bachmeier habe Selbstjustiz geübt. Sie fürchtet, das Gericht könnte hart urteilen. Es ging um einen Fall von Selbstjustiz. Frau Bachmeier hatte anstelle der Schwurgerichtskammer ihre Entscheidung getroffen. Sie hatte den mutmaßlichen Mörder zur Rechenschaft gezogen. Das war sozusagen die Grundproblematik des Falles. Um ihre Anwälte bezahlen zu können, verkauft Marianne Bachmeier ihre Lebensgeschichte exklusiv an den Stern. Von 250.000 Mark ist die Rede. Die Nation erfährt alles über sie. Ihr Privatleben, ihr Elternhaus, ihre Liebesaffären und Abtreibungen. Sie vertraut sich Sternreporter Heiko Gebhardt an, der sie während der Untersuchungshaft besuchen darf. Einem sensationslüsternen Millionenpublikum werden Einblicke in ihr Tagebuch gewährt. Später wird sie es bereuen, sich so verkauft zu haben. Der Sternleser weiß mehr als der Untersuchungsrichter.
Der große Medienrummel und dass Aussagen auch von Zeugen schon vorher in der Zeitung standen, macht natürlich eine Prozessführung nicht einfacher und eine Wahrheitsfindung nicht einfacher. Die illustrierten Leserschaft entdeckt aber auch, dass Marianne Bachmeier nicht nur die heldenhafte Mutter ist. Selbst noch ein Kind bekam sie ihre ersten zwei Kinder und gab sie zur Adoption frei. Eine herzlose Mutter? Die Umwelt, sehr strenggläubig und sehr autoritär, reagierte so, so beschrieb sie es. Pfui, dass du Mutter geworden bist. Aber verflixt noch mal, sei jetzt eine gute Mutter. Und genau das hat sie nicht geschafft. Man muss sich vergegenwärtigen, unter welchen Umständen sie aufwuchs, unter welchen Umständen sie diese ersten beiden Kinder gekriegt hat, von wem sie die gekriegt hat, was sie für eine Vielzahl von Abtreibungen hinter sich hatte. Also das war schon ein etwas unstabiles Milieu, möchte ich mal sagen. Kindheit in Sarstedt, nahe Hildesheim. Die Eltern, Flüchtlinge aus Ostpreußen. Der Vater Trinker, die Eltern trennten sich. Marianne bekam einen Stiefvater, ein Tyrann, der sie schlug. Sie war unglücklich zu Hause und wollte da raus. Sie floh in die Arme eines Schulkameraden, kriegte ein Kind von ihm. Doch der war selbst noch ein Junge. Flott, hübsches Mädchen doch. Bisschen Silberblick. Hübsches Haar, war aber sehr jung, als sie das Kind erwartete, das erste. Das glaube ich, das war das letzte Jahr in der Realschule. Das ist gewesen, ne? Nach der Sternserie möchte man der attraktiven Mutter die aufopfernde Liebe zu ihrem dritten Kind Anna nicht mehr so recht glauben. Sie wollte auch Anna weggeben. Der Gerichtssaal nach den tödlichen Schüssen auf Grabowski. Man sieht noch die mit Sägespänen bedeckten Blutspuren. Zeugen erinnern sich an eine eher überlegt vorgehende Täterin. Frau Bachmeier kam rein und guckte und sagte, oh, es ist ja alles noch leer. Und ging dann wieder raus. Vorbei an den Fotos vom Fundort ihres ermordeten Kindes. Ja, ich war vielleicht hier so und Marianne Bachmeier war da. Ich habe gar nicht gesehen, was sie machte. Ich hörte nur plötzlich dieses Geräusch, dieses, so ein monotones Geräusch. Ich habe automatisch gezählt, aber ich habe 6-mal gezählt. Hinterher wusste ich, sie hatte ja 8-mal geschossen. Und Grabowski sank sofort zusammen. Was bisher nicht bekannt war, Marianne wird bis zum Eingang des Gerichtssaals von ihrer besten Freundin begleitet. Wir sind bis zur Tür zusammengegangen, sie ließ meine Hand los und ich stand da im Eingang und plötzlich schoss sie den Grabowski. Und ich stand daneben und dachte, oh Gott, das kann doch nicht sein. So echt, sie tut es wirklich. Ne? Und ich fing dann auch an zu schreien und sah in dem Grabowski, wie er sich noch erst nach vorne fiel und dann versuchte er sich festzuhalten und fürchterlich anfing zu zittern und ganze Löcher hier und dann fiel er um und da